Hallo, ihr Lieben. Hallo, ihr Lieben. Hallo. Hallo ihr Lieben, heute ist Dienstag. Was ist denn jetzt hier? Stört irgendwas? Dienstag, gleich Mittag. Und da habe ich gedacht, ich mache für die Kinder Pfannkuchen. Ja. Und da wir jetzt nur zu dritt sind, Papa und Christian sind bei der Arbeit, mache ich die Pfannkuchen nicht wie ich sonst immer aus der ganzen Packung Milch. Also ein Liter habe ich jetzt hier nur einen halben Liter Milch. Ja, und für mich wollte ich dann ein extra Pfännchen, welche mit, vielleicht mag Isabel auch, mit Apfel machen. Aber die kommen zum Schluss. Jetzt machen wir erstmal die ganz normalen Pfannkuchen. Ja, es ist wirklich Mittag, 12:12. Und zwar habe ich hier jetzt nur noch zwei Eier, das passt dann schon. Genau richtig. Wenn ich jetzt von ganzen Liter mache, dann nehme ich deutlich mehr Eier. So, ich schlage jetzt einfach Eier rein. Ja, wir brauchen noch Zucker. Davon gebe ich jetzt, ich will die nicht zu süß machen, 1, 2, 3. Ja, die Kinder essen das eh dann mit Nutella oder mit Sgutschonka. 3 Esslöffel. Zucker. Okay, vielleicht doch ein bisschen mehr. Dann brauchen wir eine Prise Salz. Ja, und das verrühren wir erstmal. Und dann kommt erstmal ein bisschen Milch. Dann habe ich hier restlichen Mehl von. Was hat Isabel letztens gemacht? Kuchen, ne? Apfelkuchen. Ja. Das ist jetzt dieses hier. Und ein kleines bisschen Backpulver, also wirklich nur wenig. Und das mache ich jetzt mal glatt rüber. Also beim Pfannkuchen, beim Pfannkuchenteig bin ich ehrlich gesagt lieber hier mit Schneebesen und per Hand im Gange, weil da habe ich irgendwie ein besseres Gefühl für den Teig. Ich mache schon mal den Herd an. Ja, und jetzt kommt einfach nur nach und nach der Rest der Milch rein. Und dann gucken wir, wie dünn der Teig werden soll. Ach ja, ein klein bisschen Öl gehört auch noch mit rein. Zack. Ja, was soll ich sagen? Der Teig ist richtig gut geworden. Und jetzt backe ich die Pfannkuchen. Ja, ich habe hier jetzt Butter. So ein Stückchen. Und damit werde ich ein bisschen die Pfanne bestreichen. Und dann nehme ich ganz einfach hier die Suppenkehle und los geht's. Mal gucken, ob der erste gleich was wird. Meistens wird das nicht beim ersten Mal glatt. Doch, jetzt noch. Ja, und dann sehen wir, wie viele es davon werden. Ist doch schon ein bisschen mehr Teig geworden, wie ich dachte. Ja, draußen scheint wunderbar die Sonne. Es ist trocken. Von innen, wenn man so rausguckt, ist herrlichstes Wetter. Aber es ist kalt. Der Wind weht richtig dolle. Also es ist wirklich kalt. Da denkt man, oh ja, man kann gerade schön rausgehen. Wenn es windgeschützt ist, dann geht das noch. Sobald man rausgeht, ein bisschen, wo es nicht ganz so geschützt ist, dann. Boah.
Ja, und jetzt heißt es warten und dann die Pfannkuchen umdrehen. Oh, richtig gut geworden. Ja, und jetzt zwacke ich hier so ein kleines Stückchen Butter ab. Und werde damit den umgedrehten Pfannkuchen ein bisschen, ja, so bestreichen, kann man das nicht sagen, betupfen. Ja, und nebenbei schäle ich jetzt einfach den Apfel. Ich denke, das wird reichen für ein, zwei Pfannkuchen. Mal gucken. Jo, der erste Pfannkuchen ist fertig. Ui, lieber so. Der erste ist fertig. Ja, und so kann es weitergehen. So, ihr Lieben, ich mache erstmal die für die Kinder, also die normalen Pfannkuchen, weiter, bis es so, ja, für zwei Pfannkuchen Teig bleibt, und dann zeige ich euch, was ich wie da mache. Eigentlich habe ich heute gedacht, ich backe Brot, dann habe ich aber nachgeguckt, ich muss heute noch kein Brot backen. Es sind ja momentan nur zwei Leute, die zur Arbeit gehen oder überhaupt aus dem Haus gehen und Brot brauchen. Ich brauche abends vielleicht manchmal eine, zwei Scheiben, so abends nicht, später abends, so gegen, weiß ich nicht, 10, 11 schmiere ich mir manchmal noch eine Scheibe oder so Brot, aber mehr ist es auch nicht. Deswegen reicht es für die nächsten, ich denke, zwei Tage erstmal, und dann werde ich das Brot backen. Aber auf jeden Fall geht es hier nachher weiter, ich nehme euch ein bisschen mit. Je nachdem, was ich genau noch heute mache. Also auf jeden Fall denke ich, werde ich im Abstellraum ein bisschen weitermachen und weiß ich nicht. Aber auf jeden Fall spätestens heute Abend, wenn es Abendessen gekocht werden muss, ist die Kamera wieder dabei. So, ihr Lieben, ich habe jetzt hier eine kleinere Pfanne rausgeholt. Die Pfannkuchen, die für die Kinder gedacht sind, fertig. Der letzte ist da jetzt. Und brutzelt noch zu Ende. Ich gebe jetzt in die Pfanne ein bisschen Butterschmalz. Genau. Und dann will ich den Teig ein ganz kleines bisschen andicken, also dicker werden machen, damit, denke ich, wird das besser sein. Ich habe jetzt wirklich ganz wenig Teig da gelassen, weil ich irgendwie keinen Hunger habe. Geht das? Ja. Und dann habe ich... Reicht die? Dann habe ich hier einen halben Apfel in so dünne Scheiben geschnitten. Und jetzt gebe ich was von dem Teig. Ich habe ja jetzt kleinere Pfanne genommen. In die Pfanne rein, passt perfekt, und dann verteile ich einfach hier überall den Apfel, und ich gebe noch ein kleines bisschen Teig drüber, und ich habe die Hitze reduziert, damit mir das nicht gleich verbrennt alles, sondern nur eben durch wird. Ja, und hier habe ich für genau noch einen davon Teig übrig. So, auf jeden Fall wende ich das Ganze. Zack. Ja, und so sieht er dann aus. Ich rufe mal die Kinder, damit sie essen können. So, der erste Apfelpfannkuchen ist fertig. Und Isabel ist auch schon da und isst erstmal. So, ihr Lieben. Der Tag geht weiter, die Pfannkuchen haben wir gegessen, obwohl Ralfi hatte keinen Hunger, hat nur einen gegessen, und dann kam er wieder, nein, ich muss jetzt doch wieder welche was essen, ich kann nicht widerstehen. Voll süß, okay, hat er sich welche geholt. Die mit dem Apfel haben auch lecker geschmeckt. Wir haben uns heute die Vorratskammer vorgeknöpft
Und Isabel sitzt gerade da unten und sortiert die Backzutaten von uns, weil da sind doch einige länger abgelaufen schon, ne? Und ich war in der Zwischenzeit kurz beim Edeka, weil ich was brauche jetzt für die Suppe. Ich wollte ja eine Suppe mit Hackbällchen machen. Und diese Woche ist Rinderhackfleisch im Angebot an der Fleischtheke. Ist auch nur dieser eine Kasten hier geworden, außer 6er Wasser, wie jedes Mal, wenn ich einkaufen bin. Und ein paar Dosen Katzenfutter, die habe ich gleich im Anbau gelassen. Das ist immer so angenehm aus dem Anbau, jetzt bei diesen Temperaturen draußen. Das Wasser ist schön kühl dann, ne, zum Trinken. Ja, und ich zeige euch einfach, was es heute das kleine bisschen geworden ist. Also einmal Flex, haben wir nämlich festgestellt, haben wir nicht mehr so viel. Dann habe ich hier, ja, ich wollte auch noch frisches Zeug haben, ein paar. Hier sind 3 Stück rote Beete. Ich überlege gerade, ob ich nicht lieber Borsch mit Hackbällchen mache. Und nicht irgendwie Gemüsesuppe, aber das bespreche ich gleich mit meiner Madame. Dann habe ich jetzt einmal kleine, große gab es nicht, Buttertoast. Dann Backpapier und Müllbeutel, das brauchen wir jetzt. Krise hin oder her. Also, es geht weiter. Ich habe lieber ein paar frische Sachen gebraucht. Einen Eisbergsalat habe ich mitgenommen. Ein paar Bananen. Eine Avocado und eine Paprika. Dann, ja, meine Männer, die gehen nach wie vor zur Arbeit, ne? Krischi und Papa. Die brauchen was auf Brot. Also habe ich jetzt 3-mal Puttenaufschnitt gekauft. Dann ein Brunch. Cremig vielseitig zum Kochen und Backen und allem, was dazu gehört. Und aufs Brot schmieren. Dann habe ich hier Muschelnudeln gekauft. Wenn ich heute tatsächlich jetzt Gemüsesuppe mache, dann gebe ich da ein paar Nudeln rein. Und dann ist mir letztens, ja, viel gebacken. Hier habe ich jetzt 2 Schmand, 2 Joghurt so in großen Bottich und einmal Joghurt in diesen praktischeren, wenn man kleinere Mengen braucht, kleinen 4er Bottichen. Dann auf meinen Wunsch wurde mittlerweile bei uns beim Edeka hier, bei dem, ich sag mal, kleineren Edeka ist jetzt, ich sag, in der Stadt, auch in Flaschen Buttermilch bestellt, habe ich eine genommen. Und das Wichtigste war noch für mich, wie gesagt, das Hackfleisch. Ich habe gleich 2 Kilo mitgenommen. Ich komme mal die Kiste kurz weg. Ja, ich habe 2 Kilo gleich mitgenommen und habe mir das aufteilen lassen. Auf 700 Gramm ist die kleinere Tüte. Genau, das wollte ich jetzt für die Suppe nehmen. Und dann habe ich hier noch den Rest, also 1300 Gramm, das wollte ich dann auf Vorrat einfrieren. Ja, das ist alles. Mir ist es nicht geworden. Das ist jetzt so der kleine Überblick, was ich heute jetzt beim Edeka mitgenommen habe. So, ich räume das jetzt ganz schnell weg, helfe ein bisschen Isabellchen und dann koche ich das Abendessen. So, ihr Lieben, es ist Zeit zum Abendessen machen und ich habe mich jetzt entschieden, ich mache Gemüsesuppe mit Hackbällchen und diesen Nudeln, diese Muschelnudeln. Aber ich habe vor kurzem gelernt, dass mit die Nudeln nicht so aufquälen in der Suppe, vor allem wenn man die Suppe dann, ich sag mal, für nicht nur einen Tag macht, sollte man die Nudeln getrennt kochen. Und dann abschrecken und abkühlen lassen. Und dann ist dieser Garprozess unterbrochen und dann werden die so bleiben. Ich habe es noch nicht ausprobiert selber, aber das will ich jetzt ausprobieren. Das werden wir sehen. Das heißt, ich werde dieses Tütchen Muschelnudeln getrennt kochen und dann in die Suppe geben. Obwohl ich mache das bei Hühnersuppe auch immer so. Und das ist wirklich so, dass die Nudeln dann auch in der Form bleiben. Das werden wir heute noch gucken, naja. Aber auf jeden Fall zeige ich euch erstmal, was ich alles
nehmen werde. Also, wenn ihr im Hintergrund mal schimpfen oder quacken hört, das ist Isabel, die ist immer noch in der Vorratskammer gegangen. So, ich habe mich gegen Instant Pot entschieden, weil hier passt mehr rein in den Topf. Ne? Deswegen habe ich jetzt den hier und dann habe ich eine Zwiebel, 2 Zehen Knoblauch, 3 Möhren, hier sind Kartoffeln, eine rote Beete habe ich dazu genommen, hier ein bisschen Paprika. Das ist das Hackfleisch, das kommt nachher noch in eine Schüssel. Und dann habe ich hier Bohnen und Erbsen. Umgekehrt, Bohnen und Erbsen. So rum wird das schon raus. Ja, und jetzt, da ich den Nicer Dicer zu Hilfe nehmen will, ich weiß nicht, ich glaube, ich mache das alles in dem. Obwohl der Knoblauch, ja, für den Knoblauch nehme ich auf jeden Fall den hier. Und dafür muss ich natürlich alles erstmal ein bisschen vorschnippeln. So, ich werde für die Zwiebel den großen nehmen und dann diesen Einsatz. Und los geht's. So, das ist jetzt die Zwiebel schon mal fertig. Jetzt mache ich den Knoblauch durch den hier und nehme diese Seite. So, der Knoblauch ist auch fertig. Ich spüle mal schnell ab. So, ihr Lieben, jetzt werde ich die Möhren vorschneiden, weil die kommen. Oh, das Madame randaliert gerade. Ich kann die Nudeln schon mal reinschmeißen. Das Wasser für die Nudeln kocht. Also koche ich jetzt die Suppennudeln ein bisschen vor. Ich werde die jetzt nicht komplett gar machen, aber ein bisschen vorkochen. Ja, und jetzt die Möhren. In dünne Streifen erstmal. Ja, und jetzt mache ich den Topf an. Öl habe ich jetzt schon ein kleines bisschen drin. Und ich packe die Zwiebeln gleich mit rein, damit ich gleich die Möhren dicen kann. Ja, da kann jetzt die Zwiebel kurz schon mal anbrutzeln. Und für die Möhren nehme ich genau den gleichen Einsatz und jage die auch mal einfach durch den Nicer-Dicer. So, ihr Lieben, die Zwiebeln brutzeln schon mal vor sich hin und jetzt kommen die 3 Möhren, die ich vorhin geschreddert habe, rein. Und ich mache genau das gleiche mit der roten Beete, weil sie gleich hinterher muss. Und Isabel saugt hier die Vorratskammer gleich einmal aus. Ja, die rote Beete, die schneide ich einfach jetzt auch so in dünne Scheiben vor. Und dann kommt sie durch den Nicer Dicer. So, die rote Beete ist jetzt auch drin und ich schneide jetzt nur ganz kurz nur die großen Kartoffeln. Ich habe hier überwiegend kleine. Etwas durch und ich wechsle den Einsatz. Ich nehme jetzt diesen hier erstmal raus und nehme den etwas größeren. Ja, und damit schneide ich die ganzen Kartoffeln rein. Zack. Und weiter geht's. So, Isabel saugt in der Vorratsraum durch, also deswegen der Krach im Hintergrund. Ja, hier ist eigentlich so gut wie nie so Pause. Ich schneide jetzt einfach mal die Paprika mit der Hand in so kleine Würfel. Ja, wie gesagt, die Paprika noch schnell in die kleine Würfel. Und die gebe ich gleich mit dazu schnell. Und gleich hinterher Wasser. So, jetzt kommt Wasser rein. Weil das wird ja eine Suppe.
Ja, und das Ganze darf erstmal kochen, während ich die Bohnen. Mache ich die so oder mache ich die im Nicer Dicer? Ich überlege gerade. Au! Tisch! Für die Bohnen nehme ich einfach diesen hier. Obwohl, es ist egal. Der geht auch. Wir nehmen den, den ich vorhin für die Kartoffeln hatte. Und jetzt einfach mal mehrere Bohnen drauf. Und zack. So, ihr Lieben. Die Bohnen springen gleich hinterher. Und den Dicer brauche ich nicht mehr. Erstmal. Ich glaube, ich brauche nichts mehr zu schneiden. Das Gemüse darf erstmal kochen. Und sobald das alles aufgekocht ist, ich mache noch die ersten auch gleich mit rein, dann kommen die Hackbällchen rein. Und um die muss ich mich jetzt erstmal kümmern. Aber ich glaube, erstmal brauche ich mir Wasser drin. Ach, den Knoblauch haben wir vergessen. Manometer. Der kommt gleich mit rein. Ja, und hier habe ich jetzt das Hackfleisch und wir brauchen nur, zack, erstmal daneben kippen. Wir brauchen nur Salz und Pfeffer. Mehr benötigen wir dafür nicht. Ja, und das Brett nehme ich jetzt wieder dazu. Verknete erstmal gut das ganze Hackfleisch, damit es überall Salz und Pfeffer ist. Was ist denn da? Spinni, komm her. Spinne. Put, put, put. Isabel hat ein Haus, Haustier, das Kevin heißt. Mann! Ey! Komm doch her! Die versucht den jetzt nach draußen auszusetzen. Ach, da bist du! Der ist schon auf deinem Arm, ne? Ey! So, ich mache jetzt einfach mal kleine Hackbällchen. Und die lege ich hier auf den, ein bisschen kleiner sogar, aufs Brettchen. Und wenn dann soweit ist, dass die Suppe kocht, kommen die kleinen Hackbällchen mit rein. So, es blubbert schon vor sich hin. Die Hackbällchen sind fertig. Und wir müssen würzen. Das sieht schon mal ganz lecker aus. Schön bunt. Ich glaube, ich gebe gleich noch ein bisschen mehr Wasser. Dann haben wir für mehrere Tage was. Ja, hier habe ich Rinderbrühe. Und davon gebe ich einfach mal was rein. Wir haben ja Rinderhackbällchen. Wenn das jetzt Geflügel wäre, würde ich Geflügel nehmen oder Gemüse. Ich möchte jetzt Rinder. Und dann natürlich Salz und Pfeffer. Ich probiere mal kurz. Rinderbrühe reicht natürlich nicht. Nee. Salz und Pfeffer. Dann nehme ich ein bisschen Majoran rein. Natürlich, Dill darf nicht fehlen, das ist klar. Und wie ich schon sagte, Wasser, weil ich will jetzt mehr Suppe haben. Christian kann morgen welche zur Arbeit mitnehmen. Ja, und dann lasse ich gleich die Hackbällchen. Ach so, ich habe Lorbeerblatt vergessen. Und dann werde ich die Hackbällchen in die Suppe reinplumpsen. So. Und jetzt kommen die kleinen schönen Hackbällchen rein.
Und ich glaube, die Nudeln, die sind fertig. Die werde ich einfach so auf den Tisch stellen. Und jeder, der will, kann sich auf den Teller in die Suppe die Nudeln reinmachen. So, und jetzt lasse ich das Ganze fertig kochen. So, das ist jetzt Isabels Teller mit Nudeln, mit Gemüse, mit Hackbällchen. Ich überlege mir, ob ich mir Nudeln nehme oder nicht. Die Suppe ist fertig, die Nudeln sind fertig. Wir sind fix und fertig, ne Mäuslein? Wir haben eigentlich fast komplette Vorratskammer auf den Kopf gestellt, alles ausgeräumt und nachdem wir die ganzen Tupper-Sachen oder fast alle Tupper-Sachen rausgeschafft haben, haben wir dann auch das Ganze ein bisschen entzerrt, ein bisschen übersichtlicher gestaltet und auf dem Fußboden, was wirklich vorher richtig schlimm war, ne? Da stand alles Mögliche, jetzt steht nichts auf dem Fußboden. Wenn ihr das sehen wollt, dann Daumen hoch. Ihr könnt auch gerne kommentieren oder mir schreiben. Aber ihr müsst dann damit rechnen, dass ich doch schon viel habe. Was nicht entstanden ist aus, ich bin jetzt vor 2 Wochen losgerannt und habe 30 Stück von jedem gekauft, sondern es ist im Laufe der Jahre immer mehr und immer mehr. Was wurde verbraucht? Dann wurde gleich eins mehr davon gekauft. Und somit entstehen dann auch Vorräte, weswegen ich jetzt nicht lossprinten muss. Ich habe Nudeln, ich habe Mehl, ich habe alles da und ich muss nicht jetzt extra deswegen, meine ich, frische Sachen, ist klar, muss man immer wieder mal trotzdem los, aber so Konserven und so weiter, davon habe ich genügend da, dass wir damit auch gut auskommen können. Ja, wenn ihr das alles sehen wollt, dann sagt es mir Bescheid. Wir werden jetzt essen. Christian schaut da draußen schon mit den Hufen. Suppe, ne? Es gibt Suppe. Ja, und ich hoffe, dieses Video hat euch gefallen. Wenn ja, wie immer, Daumen hoch, abonnieren, wer mag, aufs Glöckchen klicken, dann verpasst ihr auch kein neues Video von mir, von uns eventuell. Und ja, bleibt gesund und wir sehen uns ganz bald wieder. Tschüss.